Diese Botschaft ist wirklich herzergreifend. Prinz Harry und seine Meghan geben die zweite Schwangerschaft der Herzogin bekannt. Wie unterschiedlich das Paar seine Baby-News verkündet, zeigen wir euch gleich. Im Oktober 2018 erfahren wir durch den britischen Hof von Meghans erster Schwangerschaft. Im Mai 2019 bringt sie dann einen kleinen Jungen zur Welt. Archie macht das Glück seiner Eltern perfekt. Jetzt, knapp 2 Jahre später, ist die Herzogin wieder schwanger. Ihre Schwangerschaft macht sie mit diesem Post, der durch Royal-Autor Omid Scobie verbreitet wird, öffentlich. Total verliebt und ganz romantisch zeigt dieses private Bild, wie glücklich Prinz Harry und Herzogin Meghan über die Schwangerschaft sind. Während sie im hellen Maxikleid entspannt auf dem Rasen liegt, bettet Harry liebevoll ihren Kopf in seinem Schoß. Der Prinz selbst zeigt sich von seiner legeren Seite. Barfuß und mit locker aufgeknöpftem Hemd strahlt er seine Herzensdame an. Das Besondere an diesem Bild: es hat nichts mehr mit royaler Etikette zu tun. Man stelle sich nur eine Ankündigung des Königshauses vor, auf der die Hauptperson barfuß auf einer Wiese sitzt. Während die Fotos der Baby-Ankündigung von Archie noch sehr offiziell und fast kühl wirken, ein kurzes Statement und ein Agenturfoto der werdenden Eltern, ist heute alles anders. Statt einer offiziellen Baby-Ankündigung vom Hof gibt es ein sehr privates, fast schon intimes Foto. Dass sich das royale Paar so glücklich zeigt, dürfte aber sicherlich auch die Queen freuen.